Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind weiterhin in Dänemark unterwegs bei unserer E-Bike Shelter Tour, heute an Tag 3. Wir haben ganz entspannt in unserem Tiny House übernachtet. Falls ihr die gestrige Folge oder die Folge davor verpasst habt, schaut mal hier oben. Unser Ziel ist heute die Insel Finn. Haben ein Shelter gebucht in der Nähe von Odense. Ungefähr 75 Kilometer. Wir starten in Fredericia und werden gleich übersetzen über eine Eisenbahnbrücke auf die Insel Finn. Viel Spaß mit dem Video. Zum heutigen Morgen ist das Wetter super. Sonnenschein, 15 Grad. Ich hoffe mal, wir kommen heute ohne Regen durch. Die letzten beiden Tage hat es ja jeweils am Anfang und am Ende ein bisschen geregnet. Aber das macht uns nicht viel aus. Trotzdem wäre es schön, wenn heute mal nur Sonnenschein ist. Können wir auch mal genießen, weil wir sind hier jetzt im Urlaub machen, um keinen Rekord zu brechen. Seht ihr da hinten diese Riesenbrücke? Verbindet also das Festland hier mit der Insel Finn. Wir nehmen aber nicht diese Brücke, wir nehmen eine andere, eine Eisenbahnbrücke, die ist weiter rechts. So Leute, wir sind jetzt kurz vor der Überquerung zur Insel Finn auf der Eisenbahnbrücke. Ich will euch zeigen, wahrscheinlich ist da viel Wind, also kann ich nicht viel reden. Schaut es euch an. Das da drüben ist, wie gesagt, die Autobahnbrücke nach Odense. Wir fahren aber den Weg hier. Da vorne sind auch schon andere Radfahrer, also wahrscheinlich eine sehr beliebte Radfahrerbrücke. So, jetzt sind wir drüber über die Brücke. Wie gesagt, auf der Insel Finn. Hier ist genauso viel los wie auf dem Festland. Da vorne ist schon ein schöner Turm. Wir müssen erstmal jetzt nur ein paar Kilometer an dieser Straße fahren. Aber dann biegen wir ab auf schönere Wege und weniger Verkehr. Bis dahin melde ich mich wieder. Leute, wie seht ihr das beim Fahrradfahren? Hört ihr auch Musik? Also ich habe mir auf jeden Fall gerade Musik wieder angemacht, weil hier geht es nur sturstracks in der Straße entlang und dann braucht man ein bisschen Motivation. Dann geht es alles viel einfacher. Braucht meine Frau wohl nicht, weil ihr seht ja da vorne, gibt ordentlich Gas heute. Geschafft, runter von der Straße, rein in eher so kleine Feldwegchen. Da lässt sich entspannter fahren, ohne viel Autolärm. Wir haben jetzt schon 25 Kilometer auf dem Tacho und ich gucke auf die Uhr, 20 vor 11, also sind sehr gute Zeit. Wir wollen heute früh ankommen im Shelter und dann unsere Sachen abladen und noch ein bisschen nach Odense reinfahren und
Stadt angucken. Da werde ich auch am Ende von dem Video einige Bilder für euch zeigen, weil es ist eine der größten Städte von Dänemark und bestimmt gibt es da einiges zum Sehen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, genießt die Landschaft, unsere schöne Fahrt und am besten jetzt ein Like da lassen für das Video, würde mir sehr helfen. Dankeschön und weiter geht's. Ach, herrlich die Landschaft hier und so schön ruhig. Das Wetter passt heute auch perfekt, nicht zu warm, nicht zu kalt, sonnig. Da lässt sich entspannt Fahrrad fahren und entspannt Urlaub machen. Und ich hoffe, euch gefällt das Video auch und die ganze Serie an sich. Na, ihr's? Habt ein schönes Leben hier. Nach einer kurzen 10-minütigen Pause, einer kleinen Stärkung mit einem Riegel und ein paar Tomaten, geht es jetzt mit strahlendem Sonnenschein weiter, immer Richtung Odense, hier durchs Hinterland, wo schöne Bauernhöfe sind, einzelne Häuser, viele Felder. Einfach ein schönes Dänemark. Krass, hier einfach so Bergbau, so ein Grubensee. Ich dachte schon mal vorbeifahren, was ist das für ein Lärm? Cool. Wir fahren jetzt gerade den Radweg 6 hier, immer Richtung Odense. Der führt echt schön durchs Hinterland, sehr ruhig, keine Autos. Komischerweise bis jetzt noch gar kein anderer Fahrradfahrer. Haben wir alles für uns alleine, die ganze Strecke. Die Landschaft ist wie gesagt wunderschön. Bisschen Wind, wie ihr hört, aber viel Sonne. Wir haben jetzt 50 Kilometer, knapp. Jetzt kommt gleich ein großer See. Da werden wir unsere große Mittagspause machen, was ordentliches Essen und vielleicht ein kleines Schläfchen. Und ganz vielleicht werde ich meine Drohne rauslassen und mal um den See fliegen. So, wir sind fertig mit der Pause am See. Leider konnte ich meine Drohne nicht rauslassen. Es ist einfach zu viel Wind heute wieder. Das ist ja ganz normal hier im Norden. Da geht immer mehr Wind. Wir haben jetzt ungefähr noch 20 Kilometer bis Odense. Dort werden wir eine kleine Stadtrunde drehen und dann anschließend zum Shelter fahren. Also, jetzt ist dieser Weg, diese 6 nach Odense, schon ein bisschen rougher. So habe ich mir die Wege eigentlich bis jetzt in Dänemark mehr vorgestellt. Das ist das erste Mal, dass es so ein halbwegs schlechter Weg ist. Aber auch gut fahrbar mit unseren Fahrrädern. Also Augen zu und durch. Herrlich, mal so Wege abseits zu fahren hier. Auch mal durch Wald. Keine Menschenseele unterwegs. Schön. Außer ein bisschen Pferdekacke. Jo. Man merkt, dass man in Richtung Großstadt kommt. Da gibt es so Fahrradautobahnen wie das hier. Schnurstracks durch die Landschaft. Echt super, dass sie hier fahren.
gibt es ja in Deutschland in Großstädten auch so, aber hier noch viel mehr. Noch 5 Kilometer und wir sind in Odense. So Freunde, wir sind aus Odense wieder raus. Ich hoffe, euch hat die Quelle gefallen. Wir haben schön Eis gegessen, Kaffee getrunken. Eine sehr fußige Stadt, mega viel Fahrradfahrer, Lastenräder und die Infrastruktur ist auch der Wahnsinn. Da braucht Deutschland wahrscheinlich noch 30 Jahre, um dahin zu kommen, aber egal. Wir haben jetzt noch 5 Kilometer nördlich von Odense zu unserem Shelter. Dann melde ich mich mal wieder. Bis gleich. Wir sind angekommen an den Sheltern. Der nette Herr hier hat uns eingewiesen, aber es ist nicht sein Platz. Und jemand anders, der kommt später. Wir schlafen Nummer 6 hier. Und anscheinend sind wir die einzigsten heute. Also könnten wir uns auch aussuchen, wo wir schlafen. Hier hinten, ungefähr 200 Meter, ist die Odensebucht, also die Ostsee. Da werden wir vielleicht nachher noch mal kurz hingehen. Aber erstmal werden wir wahrscheinlich uns waschen und ein bisschen was essen, weil wir haben schon ganz schön Hunger. Ich melde mich später nochmal. So, wir haben uns kurz noch entschlossen, vorzulaufen ans Meer, vielleicht die Füße reinhängen und dann erst Körperpflege und Essen. Hier sind ganz schön viele Mücken hier an dem Platz. Zum Glück haben wir so Mückengitter fürs Gesicht, wo wir heute Nacht machen können. Da können wir in Ruhe schlafen. Das hat uns nämlich in Chile am Anfang vom Jahr sehr, sehr, sehr gestört, dass da so viele Mücken waren. Wir hatten sowas nicht dabei. Deswegen haben wir es sofort gekauft. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr unterwegs seid, kauft euch was fürs Gesicht. Kostet nicht viel. Beim großen Händler 5 Euro pro Stück. Kann man so drüber ziehen und unten zuziehen und dann ist das Gesicht sicher. Und damit kann man auch aus dem Schlafsack rausgucken. Wie cool ist das? Da hinten das Meer und hier ist ein Aussichtsturm. Warum packen wir unser Zeug nicht und pennen heute Nacht hier drin? Das wäre doch mal richtig geil. Mit Aussicht aufs Meer. Ich glaube, das darf man nicht. Nur offen ist auf jeden Fall. Ja, cool, ne? Ans Meer vor konnten wir leider nicht. Da war ein Zaun und das ziemlich sumpfig. Wir werden jetzt noch was essen. Heute gibt es frische Zucchini mit Nudeln und Tomatensauce. Lassen wir uns schmecken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet morgen wieder ein für den vierten Teil unserer Tour. Gute Nacht.